Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von FootDraft. Ja, nachdem ich ja das letzte Mal ja quasi FootDraft gespielt habe, als ich mein kostenloses Token hatte, werde ich mich heute mal wieder ranwagen, auch wenn mir bereits von einigen Leuten gesagt wurde, dass FootDraft erstens sweaty und zweitens Bullshit-lastig ist, werde ich natürlich trotzdem versuchen, mein Bestes daraus zu ziehen und grüße besonders hier an den Adam. Ich glaube, ich schaff's trotzdem. Also an Foot Underground, denke ich mal. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, ist ja mein Designer, macht auch die Thumbnails, also schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich selber freuen, ist eine großartige Unterstützung. Weitere Unterstützung in der Videobeschreibung, Instagram, Facebook, Twitter, Randrun und natürlich auch Amazon. Einfach mal vorbeischauen und Teilnahme. 15.000 Münzen ist natürlich happig, wissen wir alle, dafür, dass man ein richtiges Scheißteam kriegen kann, aber wir hoffen einfach mal was Gutes und lösen die 15.000 Münzen ein und bekommen als Formation schon mal, naja, wie soll man sagen, nichts so Geiles. 4-3-4, 4-4-2. Ich weiß nicht. Also 4-3-4 ist an sich nice, aber wann kriegst du mal eine falsche 9? Auch vom Verlinken her. Ich nehme das 4-4-2, flache 4. Denke mal, das ist die bessere Variante und wir kriegen Zlatan Ibrahimovic Hero. Das ist natürlich mega nice. Das ist quasi perfekt gelaufen. Besser geht's ja gar nicht. Sehr, sehr geil. Forster Skills und Weakfoot Hawk Chemistry Style noch. Ja, gut, damit haben wir schon mal einen guten Schritt gemacht. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Mittelfeldspieler. Zentrales Mittelfeld. Hoffen auf jemanden vom PSG oder zumindest Ligue 1. Bekommen allerdings niemanden aus etwaiger Liga. Deswegen gehen wir einfach auf Nummer sicher, würde ich sagen. Gehen wir auf Nummer sicher. Nehmen wir Dembélé und versuchen damit irgendwie, sagen wir, in der Premier League zu kommen. Innenverteidiger Vertonghen, alter Weyreld, wäre wunderbar, aber nein, es werden richtige beschissene Innenverteidiger. Gut, da entscheiden wir uns dann für Piris. Nein, Angeleri, auch wenn der wahrscheinlich nicht in unserer Stadt bleiben wird. Nächster Innenverteidiger, zweiter Versuch. Diesmal wird selten, das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Und dann nehmen wir Vincent Kompany, denn der hat schon mal den zumindest kleinen Link zu Moussa Dembélé und das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Ach nee, sogar den Strong Link sind ja beides Belgier. Siehst du, habe ich ganz vergessen. Sehr, sehr gut. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Rechtsverteidiger. Liga hoffen da auf Sanja. Debuchy, Walker, geht auch alles. Allerdings nehme ich Aurier, weil dann können wir eine PSG-Achse machen. Theoretisch. Mal sehen, ob das funktioniert. Aber Aurier sieht auch dieses Jahr wieder sehr, sehr stark aus. Von daher kann man da, denke ich mal, wenig falsch machen. So, Torwart. Was wird es da für uns geben? Eieiei, Non-Rare-Spieler. Das ist nicht so gut. Dann nehme ich jetzt einfach mal Gabulov. Weidenfeller. Ja, von denen sieht Weidenfeller ja fast schon am besten aus, ne? Ja. Will ich zwar nicht nehmen, aber nehme ich einfach mal. Der wird sowieso auch noch ersetzt werden. Hoffe ich zumindest. Linksverteidiger. Da wird interessant haben. Ja, das wird auch gut. Weil da können wir jetzt theoretisch. Ja, wir nehmen Azpilicueta. Und dann packen wir gleich hier Dembélé und Kompany auf die linke Seite. Brauchen jetzt einen zentralen Mittelfeldspieler aus der Premier League im Idealfall. Oder einen von. Na Quatsch, von PSG wäre super gewesen. Aber nein, wir kriegen natürlich einen aus der Premier League. Und zwar James Milner. Oh, theoretisch ist das auch noch in Ordnung. Kann man mitarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich ihn nehmen soll. Doch, machen wir mal. Einfach mal aus Prinzip, weil so können wir immer noch. Also, wenn wir hier theoretisch nur. Naja, okay, es ist doch relativ schwierig. Aber wenn wir hier beispielsweise eine Lukas haben, dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen Chemie bei Ibra. Und das wäre schon mal gar nicht so schlecht. So, linkes Mittelfeld ist ja auch vollkommen egal. Au, das ist eine schwierige Entscheidung. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich nehme Alexis Sanchez, oder? Ah, Hazard ist natürlich auch nice. Aber Sanchez ist in Form. Komm, Sanchez, warum nicht? Wird schon nicht. Schaden, hoffe ich zumindest. Dann machen wir es mal so und machen wir es mal so und dann, sieht das noch nicht so berauschend aus, aber das wird sicherlich noch. Stürmer, komm, bitte. Oh. Ja. Ja, Martial wegen Chemie, ne? Na, Falcao ging auch, aber Martial ist dann nochmal die bessere Variante. Ah, es wäre natürlich jetzt gut gewesen, hätten wir Hazard genommen, hätten wir Falcao nehmen können. Da war der Fehler. Vielleicht aber nehmen wir Martial einfach erstmal. Vielleicht kommt ja noch was. So, wir brauchen jetzt einen rechten Mittelfeldspieler vom PSG, wir brauchen jetzt Lukas. Ah, immerhin schon mal Ligue 1. Immerhin schon mal Ligue 1. Das machen wir einfach aufgrund der Chemie einfach. Mit Lohre Arbeitsrat, das heißt defensiv stark, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt brauchen wir eine Bank. Jetzt kommt ein Torwart und ein Innenverteidiger. Das sieht schon mal gut aus. Wobei auch nicht ideal, weil wir wieder keinen aus der Premier League haben. Nee. Aber theoretisch einer aus der Ligue 1 und das ist Carrasso. In Form sogar wieder. Den nehmen wir einfach mit. Und stellen wir auch direkt rein ins Tor für Weidenfeller.
So, Innenverteidiger liegt irgendwie. Ich bitte euch, komm, irgendwie. Gott sei Dank, Perrin. Da brauche ich gar nicht lange überlegen, der wird sofort genommen. Und ja, steigert unsere Chemie direkt mal. Zentral Mittelfeldspieler aus der Ligue 1. Es reicht mir jetzt schon. Wenn wir einfach nur Pastore kriegen, dann ist alles in Ordnung. Okay, Kompany nicht auf voller Chemie. Aber das wäre mir egal, weil dann hat Ibra volle Chemie und das ist das Wichtigste. Komm schon. Aber es wird wahrscheinlich erstmal Innenverteidiger. Ja. Ja, Godin, Batra, Erkin, dem Marcos, Tito. Wir nehmen einfach Batra, werde ich nicht benutzen, aber einfach um noch einen Innenform zu haben, warum nicht? So, nächster Innenverteidiger wahrscheinlich, ne? Nee, oh, linkes Mittelfeld. Nein, das wäre so ideal gewesen. Nee, Quatsch, was rede ich da? Na, das ist einfach nur gut für die Chemie. Das ist total dämlich. Ja, TOT, Eremenko, Mirallas, Rafa. Eremenko sieht von denen fast schon am besten aus, deswegen nehmen wir den einfach mit. Gut, komm, wir brauchen jetzt einen vom PSG oder Ligue 1. Oh, Steven Naismith, der ist sogar linkes Mittelfeld. Halleluja. Guarin, ja, den kannst du halt als Ersatzspieler ganz gut benutzen, falls da nochmal Not am Mann ist. Ich brauche jetzt aber einen Ligue 1 zentralen Mittelfeldspieler. Ich bekomme hier aber absolut gar nichts von dem, was ich brauche. Aber wirklich gar nichts. Wenn nehmen wir jetzt hier von, ja, Matthias, oh Gottes Willen. Ja, Pardo, na, nehmen wir Pardo, komm. Warum nicht 78 Physis? Komm, bitte. Ah, Sirigu, ja, wenn du mal zentrales Mittelfeld spielen würdest, ne, dann wäre das echt gut. Aber so bringt mir das auch noch nicht wirklich was. Dumbia nehmen wir mal, weil wir den Notfall irgendwie noch mit Eremenko verlinken können. Mal sehen, weiter geht's. Oh, nee, ey. Das wird nicht besser, das wird eher schlimmer. Durica, Vakasso, Dabur, hat der Forst ausgelöst? Nee, sehr sonst extrem nice aus. Kelvin, ja, komm. Oh, Leute, wir haben noch 4 Spieler, irgendwie müssen wir doch irgendwie, oh, komm. Bitte, zentrales Mittelfeld. Oh, Naper Chadli, Hollebas. Ach, das bringt mir alles nix. Das bringt mir wirklich alles nichts. Das ist richtig beschissen. Oh nee, ey. Mann. Das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Aha. Was machen wir denn jetzt, Debussy? Na, Ibra, mein Freund, komm, Pastore, bitte, irgendwie, bitte, bitte, bitte. Oh, es wäre so episch gewesen. Ne? Noch kann mit dem letzten Spieler alles entschieden werden. Matuidi reicht mir doch auch. Aber so ist halt echt scheiße, weil wir können nichts ändern. Ja, Glück wird zu Pech, ne, würde ich mal sagen. Letzter Spieler und... ja. Doch, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Warte mal. Da machen wir es nämlich so. Naja, gut. Nee. Chemietechnisch? Meh. Können wir das irgendwie noch hochpushen? BD, wo ist denn? Weiß. Das gibt's ja nicht. Was hatte Milner hier für eine Chemie? Das sind minus 8 insgesamt? 4. Okay. Das war ja ein kompletter Verzweiflungsmove eigentlich, aber gut. Ja klar, weil Kasri kriegt 10, Perrin kriegt voll, das, ja, gut, wir werden es dann einfach so machen, folgendermaßen, Ibra werde ich einwechseln für Bedimo, dann stelle ich Kasri mit seinem Medium-High-Arbeitsraten ins zentrale Mittelfeld, Fekir, nee, Martial stelle ich auf rechts außen und ich denke mal, das könnte dann funktionieren. Es wird nicht einfach, es hätte besser laufen können, aber ich denke mal, wir haben Chancen und wir schaffen das schon. So, ich suche den ersten Gegner, den gibt es noch in dieser Episode. Halt, stopp, Manager. Ha, Manager. Manager, 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 Manager. Keinen aus der Ligue 1, aber aus der Ligue 2. Wir nehmen, würde ich mal sagen, trotzdem Premier League, weil, warum nicht? Haben wir Spanier? Nee. Haben wir Argentinier? Nee, auch nicht. Haben wir Engländer? Oh, nehmen wir einfach ihn. Nehmen wir Pochettino. Oh, nehmen wir Martinez. Ja, nehmen Pochettino. Finde ich sympathischer. So, alles klar. Gut, Draft-Übersicht haben wir hier noch. Ibrahimovic, Sanchez und Company. 7 Spiele aus der Ligue 1, 5 Spiele aus Frankreich, 7 Spiele aus der Premier League und trotzdem keine volle Chemie, also doch volle Chemie, aber theoretisch nicht. Egal. Ich suche jetzt einen Spieler. Bis gleich. Einen Gegner. Bis gleich. So, Freunde, ich habe ein bisschen Angst, was mich erwartet. Es erwartet mich 92 Chemie Michael Owen.
und David De Gea. Oh, mein Alter, meine Nemesis quasi. Also bisher sind Cech, Casillas und De Gea meine Nemesis. Die können mich so zerstören. Aber an sich ist es möglich. Unser Team ist von der Grundlage her besser. Aber das muss absolut nichts heißen. Egal, wir wechseln jetzt Ibra ein und dann gewinnen wir zumindest mal das erste Spiel. So, da kommt er, der große Mann, der Slatanisator. Einfach mal gleich eine Flanke reinschlagen, aber der ist Linksfuß, Martial, das heißt, Fake Shot. Spielen wir raus, Aurier, auf seinen Teamkollegen. Oh, 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 vielleicht ist er groß genug. Nein, ist er nicht. Schöne Flanke. Ibra ist da! Ah, der war gar nicht drin. Aber war, glaube ich, sowieso auch abseits. Nee, war kein, doch war abseits. Okay, alles klar. Sah so aus, als wäre er drin gewesen. Gut, abseits wäre so oder so gewesen, aber trotzdem. Schmidt Ball Richtung Strafraum. Geht er rein? Da geht er runter. Oh, Ibra noch mit der nächsten Chance. 30 Minuten knapp rum. Ja, offensiv. Ich komme noch nicht so wirklich durch, aber langsam ergeben sich meine Chancen. Azpilicueta ist Rechtsfuß. Das wusste ich auch noch nicht. Aber egal, Ecke kommt. Kompany ist da. Kommt aber nicht an den Ball. Da ist aber nochmal Dembélé. Den habe ich gar nicht geflickt. Da kann es auch mal Elfmeter für geben. Gibt aber nicht. Freistoßvariante geglückt. Aber Dembélé macht nicht rein. Und im Endeffekt ist keiner dafür ein Abpraller. Das wäre sehr gut gewesen. Hätte so eine dämliche Variante mal funktioniert. Also auf den Konter aufpassen. Nicht gut. Nicht gut. Alexis dribbelt sich da durch. Dribbelt sich immer noch durch. Und wird von Kasri unterbunden. 45 Defending. Ah, alles klar. Kasri hat die Freistoß-Skills. Wir lassen das natürlich Ibra machen. Ei. Hätten wir aber lieber Kasri machen lassen. Der weite Ball auf Ibrahimovic. Den Pass spielt er gut. Dembélé. Oh, Latte, Mann. Ich kriege einen Ball nicht ins Tor. Das ist echt mies. Langsam muss Fekir mal abstemmen. Also muss ich dazu sagen, bisher, ich spiele ja Fekir auch in einem privaten Team sozusagen, also in einem Nicht-Footdraft-Team. Und bisher ist er dieses Jahr... Ach, das war doch total dämlich. Egal. Also es war auch nicht als Grätsche gedacht. Das ist eigentlich mal logisch. Das war eigentlich als Fake-Shot gedacht und er grätscht halt. Aber egal. Bisher ist Fekir wirklich mein Lieblingsspieler dieses Jahr. Der ist so gut, das ist... ja. Die Realität. Schade, dass er ein Kreuzband hat. Alexis scheitert auch an De Gea. Das ist echt unfassbar. So, jetzt Azpilicueta mit der Flanke. Ibra kommt nicht ran. Nochmal Dembélé hat die Sprungkraft. Ball. Oh, Sanchez. Ganz einfach an den Ball gekommen. Super Flanke. Ja, typischer Ibra-Move. Nimmt nicht einen Kopf. Nein, versucht einen Seitfallzieher in einer komplett unmöglichen Position. Oh, apropos unmögliche Position. Das war eigentlich eine unmögliche für einen Fehlpass. Dembélé ist... Das gibt's doch echt nicht. Das ist doch nicht mehr wahr. Alter, ich krieg den Ball ums Verrecken nicht ins Tor. Jetzt Ibra, das ist nicht mehr wahr, das ist echt nicht mehr wahr. Mann, es muss doch einfach mal einer rein. Ich habe doch gesagt, De Gea ist meine Nemesis. Nur, dass diesmal meine Spieler gar nicht erst das Tor treffen. Ganz, ganz selten. 90. Minute, letzter Angriff nochmal. Kompany, und dann verkacke ich so. Sanchez nochmal Kompany, geh doch hin. Na, Gott sei Dank. Spiel den doch, sag mal. Das ist aber gerade wirklich relativer Bullshit. Spielt nicht dahin, wo ich will und deswegen kriegt er jetzt nochmal die Freistoßchance. Und ich kenne dieses Spiel, ich kenne FIFA. Freunde, ich ahne, was passieren könnte. Dass Dembélé sich verletzt hat, natürlich auch alles andere als optimal. Hab schon ein bisschen Angst jetzt vor Thiago. Was auch immer er tun wird. Ey, Alexis. Das macht meine Angst jetzt nicht gerade kleiner. Oh. Puh. Also 7 zu einem Torschuss. 12 zu 2 Schüsse. Und ich führe nicht. Das ist echt lächerlich. So, Dembélé. Ja, nee, Kasri geht mal raus. Dafür kommt mal Guarin rein. Eremenko, Dumbia. Wobei Dumbia wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Für Fekir und dann Fekir für Martial auf rechts.
Ja, irgendwie sowas. Ah, auf geht's. Nun wird es also Aurier. Jetzt Nabil Fekir. Fekir macht das klasse. Pass auf Dumbi. Das war der schwächste Schuss, den ich jemals gesehen habe. Und festgehalten. So, Ibra, mach halt einfach rein, das Ding, De Gea ist da. Fick hier, da ist Dembélé, der kommt aber nicht ran. Beide Torhüter sind. Und er schießt. Da passt der Klasse. Boah, ey, das wäre jetzt aber auch der absolute Hammer gewesen. Das wäre. Nee, das will ich gar nicht drüber nachdenken. Aber ich verliere lieber so, als jetzt im Elfmeterschießen. Deswegen werfe ich jetzt gleich auch nochmal alles nach vorne. Weil erstmal muss Azpilicueta hier irgendwen finden. Da hinten läuft. Den meinte ich eigentlich nicht, aber wenn das Ding ankommt, ist auch gut. Ah, kommt aber nicht. Den Freistoß muss er geben. 120. Minute Freistoß. Ibra, komm. Mach ihn einfach rein. Einfach rein. Alter, zwei Balken. Zwei Balken und er setzt das Ding sonst wohin, Alter. Ramos. Oh, 12 Paraden hat der Sack. 12 Stück. Und ich gehe ins Elfmeterschießen und fliege da raus. Oh Gott. Oh Gott. Und der Erste wird Ibra sein. Oh Gott. Ja, das war schon mal nicht ideal. Nee. Oh Gott. Hab wirklich schon gedacht, das wär's. Okay. Memphis ist drin. Aha. Hast du, komm, Mitte, Mitte, Mitte. Nein. Okay, okay, okay. Guarin. Kann Guarin Elfmeter? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es für ihn. Okay, alles klar. 2-1. So, wir treffen das Tor. Jetzt muss aber auch Carrasso mal einen halten. Carrasso, Krasso. Ah, shit. Bender macht einen rein. Bender, ey. Weißt du, Bender macht einen Elfmeter rein. Ah. Oh, der ist nicht gut. Ah, der ist perfekt eigentlich sogar von Dumbia. Ey, die Nervosität ist nicht mehr feierlich. Nicht mehr feierlich. Ah, den hält er nicht. Den hält er nicht. Den hält er nicht. Den hält er nicht. Ja, gut, was machen wir jetzt? Machen wir so, mal sehen, ob das funktioniert. Oh, Gott sei Dank. Ach, war der knapp. So, jetzt Owen, die Legende. Komm, komm, Carrasso, Carrasso. Ah, fuck. Nee, ey, das ist zu viel Druck. Es ist zu viel Druck. Es ist zu viel Druck. Ich kann den Druck nicht standhalten. Ich kann den Druck standhalten. Okay, Alexis kann den Druck standhalten. Sagen wir es mal so. Er muss treffen, sonst habe ich gewonnen. Er wird nicht treffen. Er wird nicht treffen. Er wird treffen. Fuck! Ey, das kann doch nicht sein, dass er jetzt im Elfmeterschießen alles reingeht. Oh, Dembélé. Ja, Carrasso. Halt mal ein, Mann! Komm, Mitte, Mitte. Nein! Er platziert ihn einen Millimeter weiter. Als Azpilicueta. Komm, bitte. Nicht verkacken. Oh. Nee, ey. Ich kann nicht mehr. Können wir nicht Golden Goal einfach machen? Da habe ich wenigstens die besseren Chancen. Lass Pilicueta nach links. Nein, nach oben. Mann! Alter! Company, Alter. Jetzt sind wir schon bei Company angekommen. Oh, Company macht einen auch rein. Ey, es steht 8-7. Ich habe noch nie so ein Elfmeterschießen gehabt in FIFA 16. Noch nie. Und wieder macht er ihn rein. Und wieder bin ich zu blöd. Irgendwann muss doch mal einer. Ja, der ist jetzt nicht drin. Der ist nicht drin. Doch, der ist auch drin. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Das ist doch nicht mehr möglich. Komm, Godin, der kann keine Elfmeter. Niemand kann die theoretische Elfmeter von den Verteidigern. Er macht ihn wieder rein. Ich kann keinen Elfmeter halten. Oh, oh nee. Okay, okay, Aurier macht einen rein. So, Demarcos zum x-ten Mal. Und dann schießt er nach links. Oh mein Gott. Jetzt ist schon Torwart gegen Torwart. Carrasso, komm, unten links, er macht einen rein. Jetzt geht die ganze Scheiße gleich von vorne los. Oh, De Gea. De Gea. Und er hält ihn nicht. Er springt in die richtige Ecke und er hält ihn nicht. Okay, es geht wieder von vorne los. Ibra, Ibra, Ibra. Okay. Ey, das ist das. Was ist das? Das ist doch nicht mehr feierlich. Komm, Mitte, Mitte, Mitte. Meine Güte. Man kann es vor allem auch nicht vorhersehen, wo er hinschießt. Der ist echt unvorhersehbar. Ich wünsche mir einfach, dass ich mal einen halten würde. Ich mache ja alles rein. Mehr kann ich ja nie machen. Bender wieder. Oh, ich wollte nach rechts. Ich wollte nach rechts und ich gehe nicht nach rechts. Mann, 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 Mann. Oh, der könnte drüber sein. Der könnte drüber sein. Der ist nicht drüber. Knapper als Fekir wird es eh nicht mehr. Der Effekt ist... Nee. Ja! Oh mein Gott! Das ist ja...
Oh, Gottes Willen. Heieieiei. Mata verschießt und deswegen sind wir in Runde 2 von Footdraft. Alter Schwede, das war das spannendste Elfmeterschießen, was ich jemals gespielt habe. Alter, 14-13 an Elfmeterschießen in einem Spiel, was ich niemals ins Elfmeterschießen kommen lassen darf. Und ich tue es, warum? Weil ich das Tor nicht treffe. Weil De Gea meine Nemesis ist und weil ich 15 Schüsse nicht ins Tor bringe. Es muss nächste Episode besser werden, dann geht's weiter. Und zwar, ja, mit dem zweiten Spiel und hoffentlich mit dem zweiten Sieg. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao.